Hallo, heute wollte ich euch mal kurz zeigen, wie man Projekte in Music Maker Jam exportieren kann. Dafür gibt es im Prinzip vier Gründe. Das eine ist schlicht und einfach eine Sicherheitskopie, ein Backup, wenn mein Handy mir runterfällt, wenn es geklaut wird, wenn die Speicherkarte kaputt geht oder dergleichen. Dann sind solche Projekte normalerweise unwiederbringlich verloren. Deswegen, wenn es schon ein bisschen fortgeschritten ist und es einem wichtig ist, sollte man das ab und zu mal exportieren außerhalb des Telefons oder des Tablets, um einfach später daran weiterarbeiten zu können, wenn man mal ein neues Gerät hat. Der zweite Grund wäre eine Zusammenarbeit mit einem anderen Nutzer. Ich fange an mit einem Projekt, schicke das einem anderen Nutzer, der kann das dann importieren. Voraussetzung, er hat die Styles, die ich in diesem Projekt verwende. Macht total Spaß, gemeinsam ein Lied zu erstellen. Ist besonders nützlich natürlich auch, wenn man zum Beispiel Rap- oder Gesangsparts austauschen will. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, wo ich über das Mikrofon vom Handy was eingesungen habe, kann ich diese Teile über die Exportfunktion an jemand anders schicken. Das dritte, ich habe ein anderes Gerät. Ich möchte gerne zum Beispiel von meinem Handy auf mein Tablet ein Projekt überspielen und dort daran weitermachen. Geht auch über die Exportfunktion. Und der vierte Grund wäre, wenn ich einfach eine Kopie machen will. Zum Beispiel, ich habe ein Riesenprojekt, da könnte ich zwei Jams draus erstellen, die in eine total andere Richtung gehen würden. Dann exportiere ich mein Projekt. Wenn er es umimportiert wieder, dann habe ich schon zwei und kann separat daran weiterarbeiten. Wie das geht, ist folgendermaßen. Ich drücke hier auf Meine Musik, dann auf Projekte, suche mir das Projekt aus, was ich gerne exportieren möchte. Bei mir ist das hier Counting Stars. Über dem Datum seht ihr drei Punkte, da drückt man drauf. Sieht dann als letzte Option Projekt exportieren. Und kann dann hier sein Verzeichnis auswählen, in das man das Ganze exportieren will. Man muss seine E-Mail-Adresse eingeben, das hat mit der PC-Version zu tun, das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Aber ich habe hier halt eine etwas krude Verzeichnisstruktur und suche hier aus, wo ich es abspeichern will. Ich habe mir hier extra ein Verzeichnis angelegt im Dateimanager von Android, wähle das aus, drücke nochmal auf den Haken rechts oben. Und sehe dann, mein Projekt wurde erfolgreich exportiert. Jetzt ist es natürlich immer noch auf dem Handy und wenn mir das geklaut wird, ist mir auch nicht geholfen. Deswegen nehme ich gerne Google Drive, um das Ganze extern zu speichern. Ich gehe jetzt also hier auf eigene Dateien, suche in meinem internen Speicher nach meinen Music Maker Jam Projekten. Drücke lange drauf, bis das Häkchen dran ist. Drücke rechts oben auf die drei Punkte und sage, ich möchte das jetzt kopieren. Und zwar hier auf mein Google Drive, in den Ordner Musik, in den Ordner Music Maker Jam Projekte. Fertig. Und jetzt dauert es eben ein paar Sekunden, bis dieses Projekt dann darüber kopiert ist. Aber dann habe ich es bei Google, dann ist es gesichert. Ich kann den Link jemandem anderen schicken, dass er das importieren kann. Ich habe selber eine Kopie, kann alle möglichen Sachen damit machen. Und wie ich es eben auf dem anderen Gerät wieder reinkriege, das erkläre ich euch im nächsten Video.